Hallo, hier kommt nochmal ein Übungsvideo, um mit negativen Zahlen zu rechnen. Und zwar wollen wir nur mit Plus und Minus rechnen, das reicht erstmal. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie das funktioniert. Das heißt, wenn wir jetzt minus 8 minus 9 rechnen, dann wissen wir ja, wir gehen auf unserer Temperaturskala erstmal zu minus 8 runter. Und dann noch weiter runter auf minus 9. Das heißt, wir wissen, das Ergebnis wird auf jeden Fall schon mal negativ. Um jetzt das Ergebnis auszurechnen, müssen wir einfach 8 plus 9 rechnen. Und das sind 17. Hier, wenn wir an die Temperatur bei der nächsten Aufgabe denken, dann haben wir ja 27 Grad im Plus und gehen dann 81 Grad weiter runter. Und dann landen wir natürlich auf jeden Fall schon mal im negativen Bereich. Und wir landen dann bei minus 54. Wenn wir jetzt die nächste Aufgabe anschauen, dann sind das 323 im negativen Bereich. Dazu gehen wir aber jetzt 232 wieder hoch. Und dann landen wir aber insgesamt immer noch im negativen Bereich. Und zwar bei 91. Hier ist nochmal, um das grundsätzlich zu verstehen. Das heißt, wenn wir hier im negativen Bereich sind und noch weiter ins Negative gehen, dann rechnen wir im Prinzip 1 plus 1, denn die Zahl bleibt ja insgesamt negativ. Haben wir unterschiedliche Vorzeichen. Dann entscheidet die Zahl für das größere Vorzeichen und dann rechnen wir die beiden Zahlen einfach entsprechend minus. Und die Zahl des größeren Vorzeichens entscheidet. Gut, wenn wir das verstanden haben, wie erstmal grundsätzlich das mit dem mit der Temperaturskala funktioniert und mit dem Rechnen funktioniert, dann können wir hier auch entsprechend jetzt leichter weiterrechnen. Das heißt, der wichtigste Tipp ist, immer die Brüche auf den gleichen Nenner zu bringen. Sonst können wir natürlich auch gar nichts machen. Das heißt, hier wäre jetzt der Nenner 6. Und dann sind das 3 Sechstel und 2 Sechstel. Jetzt haben wir minus 3 Sechstel, minus 2 Sechstel. Das heißt, wir sind im Negativen. Der Nenner bleibt ja immer. Und dann sind das insgesamt minus 5 Sechstel. Hier gehen wir auch wieder auf den gleichen Nenner. Dann sind das hier 3 Sechstel und das 4 Sechstel. Jetzt entscheidet das Vorzeichen von der größeren Zahl, also es wird insgesamt plus. Und wir müssen minus 3 plus 4 rechnen, also ist es ein Sechstel. Hier müssen wir es auch wieder auf den gleichen Nenner bringen. Der geschickteste, kleinste Nenner wäre Viertel. Und wir rechnen 2 minus 3, das wäre minus ein Viertel. Hier auch wieder auf den gemeinsamen Nenner. Das wären hier 30. Dann sind das 18 Dreißigstel. Und das sind 25 Dreißigstel. Das Vorzeichen von der größeren Zahl entscheidet. Also die 25 Dreißigstel ist größer, also ist insgesamt negativ. Und dann sind es minus 7 Dreißigstel. Hier müssen wir auch wieder auf den gemeinsamen Nenner bringen. Das wären dann 63stel. Dann sind das 9 mal 5, 45 63stel und 7 mal 7, 49 63stel. Jetzt Minus und nochmal Minus bedeutet, dass wir die einzelnen Zahlen natürlich addieren, weil wir ja weiter ins Negative kommen. Also ist das Vorzeichen auf jeden Fall schon mal negativ. Und dann 94 63stel. Genau, so könnt ihr mit Brüchen genauso
mit negativen Zahlen rechnen. Jetzt kommen die Dezimalzahlen. Wenn ihr dort rechnet, ist wichtig, wenn ihr schriftlich rechnet, wie beim Kassenbon, immer Komma unter Komma. Und natürlich gelten die gleichen Vorzeichenregeln. Also 0,8 ist die größere Zahl, das heißt, wir landen insgesamt im negativen Bereich. Wir gehen erst 0,8 Grad runter, dann 0,7 Grad wieder rauf und dann sind wir bei minus 0,1 Grad. Wenn wir jetzt hier rechnen, dann würden wir ja 3,1 minus 1,3 rechnen, deswegen immer untereinander rechnen. Die 3,1 ist die größere Zahl, das heißt insgesamt ist das Vorzeichen schon mal plus. Und hier können wir jetzt schriftlich oder auch natürlich im Kopf rechnen. Von 3 bis 11 sind es 8 und von 2 bis 3 sind es 2 und Komma unter Komma. Also wäre das Ergebnis 2,8. Dies hier nur so nochmal am Rande, wie man nochmal das mit den schriftlich mit Dezimalzahlen subtrahiert. Hier müssen wir natürlich noch entsprechend nochmal aufpassen, dass wir wirklich Komma unter Komma und dann entsprechend mit Nullen auffüllen. Erstmal die größere Zahl ist die negative Zahl, das Vorzeichen wird insgesamt negativ. Und wir haben unterschiedliche Vorzeichen, also müssen wir subtrahieren. Und hier füllen wir dann mit einer 0 auf. Von 0 bis 7 sind 7, von 7 bis 11 sind es 4, Komma, von 2 bis 7 sind es 5. Genau, also haben wir minus 5,47. 2,63. Minus 3,6. Die größere Zahl ist die 3,6, deswegen wird das Ergebnis schon mal negativ. Und wir rechnen 3,6 minus 2,63 und dann sind es 0,97. Hier wird das Ergebnis auf jeden Fall negativ. Und wir müssen beide Zahlen zusammenrechnen, um dann auf das Ergebnis zu kommen. Und das wären dann 13,574. Genau, so könnt ihr mit negativen Zahlen rechnen, sowohl mit ganzen Zahlen, mit Brüchen und mit Dezimalzahlen. Das war's, euch wieder viel Spaß!